Hallo Leute, und wie geht's dann? Klein, aber leider, ja. So, Pokémon Go. So sieht's ja aus auf BlueStacks. Wenn man, wie ich, die entrutete Version hat. Aber auch sonst mit jedem, was ganz koscher ist. Wenn ich hier drauf gehe, auf Google. Dann wird angemeldet. Es wird angemeldet. Das geht nicht. Ich kann dann auch mit Trainerclub machen. Geht auch nicht. Ich habe gegoogelt. Und ich habe auch Niantic eine E-Mail geschickt, ob eventuell mein... Ja, ich habe gelesen, sie sperren manchmal willkürlich auch ganz, ganz koschere Accounts. Aber ich habe natürlich gegoogelt und gelesen, dass neuerdings seit ein paar Tagen BlueStacks Nutzer von Pokémon Go ja eben das hier kommt. Niemand kann BlueStacks Pokémon spielen. Außer wenn ihr eine der wenigen seid, die es können. Könnt ihr mir bitte schön einen Tipp geben, wie man das machen kann? Ich habe hier weder schädliche Apps drauf, ich habe wirklich komplett gereinigt. Ich habe BlueStacks komplett mit allem gerouteten, was ja von Niantic geboten wurde, alles weggewischt vom Computer, alles niegelnagelneu, die neueste Version von allem drauf getan. Ohne irgendwelche zweifelhafte Apps. Aber... Na eben. Geht nicht. Und das Problem ist nicht bei mir allein. So, ihr habt ja gemerkt, ich habe noch ein paar Pokémon Go Parts. Ich habe nicht mehr so viel rausgelassen, denn ich wollte eigentlich ein bisschen später damit umgehen, weil ich eigentlich einen fließenden Übergang haben wollte, bis es wieder geht. Es geht aber nicht mehr. BlueStacks Spieler sind, wie gesagt, vom Spiel gebannt, oder? Geht nicht mehr. Geht auch nichts mehr. Komisch. Gut, wollte ich nur sagen, ich werde die übrigen Parts, ich habe noch ein paar schön viele, werde ich noch in nächster Zeit raushauen. Dann muss ich wohl oder übel warten, bis Niantic die allgemeine BlueStacks-Sperre oder wie auch immer man das nennen soll. Wirklich, ich habe das gelesen. Ich habe in Foren gelesen. Es gibt viele, die das natürlich ganz normal spielen. Ohne irgendwelchen GPS-Hack, ohne irgendwelche Root-Programme. Und die haben genau diese Meldung. Und von überall her kommt, jeder hat diese Fehlermeldung und es gibt noch keine Lösung. Also es wurde noch nichts gefixt und es wird empfohlen, man soll schauen, sind die Server online, denn normalerweise ist das ein Serverproblem, aber die Server sind online. Die normalen, nee, ich habe wirklich alles ganz genau gemacht. Ich habe nirgendwo auch nur ein Hauch eines komischen Programms, wie ich es ja mit dem Let's Play bisher hatte. Ja, es ist ja wie... Ja, ich muss es doch nicht nochmal erklären. Es ist nicht illegal, aber ihr wisst es ja. Gut, wollte ich euch nur informieren, dass das im Moment zwangsläufig ein bisschen gestoppt ist. Also, wir haben ja noch genug Projekte. Die Projekte gehen mir nicht aus. Also, dann sage ich, und wenn ihr was wisst, bitte in die Kommis schreiben, wenn es nützlich ist. Und sonst bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.